Schönes Wetter heute, Herr Generaldirektor, was? War gar nicht zu erwarten nach dem Regen gestern, ne? Ja, mit dem Wetter ist es wie mit dem Leben. Man weiß nie, was passieren wird. Bitte. Dankeschön. Freuer, wann komme denn ich dran? Ist ja Wasser. Sofort, mein Herr. So. Ja, danke. Bitte. Danke. Bitte das Eau de Cologne. Danke. Na, was machen wir denn? Ich ersticke ja. Verzeihung, ist auch alles dran, Herr Generaldirektor. Dafür aber etwas wohlriechenden Elixier. So, Herr Generaldirektor. So. Und nun etwas Wind. Ja, gehen Sie mal her, den Wind mache ich allein, ja? Wir wünschen Herr Generaldirektor die Frisur. Ich würde sagen, Mittelscheitel. Ach, bitte machen Sie keine Witze. Ich habe überhaupt das Gefühl, Ihr Mittel wirkt nicht. Weil Sie kein Vertrauen haben, Herr Generaldirektor. Glauben Sie mir, der Glaube versetzt Berge. Ja, ja, aber lässt keine Haare wachsen. Herr Generaldirektor, Rabes Hartingtour ist großartig. Merkt man schon was? Ha, diese Veränderung. Haare? Na, ich sehe keine. Weil Sie kein Fachmann sind, Herr Generaldirektor. Entschuldigen Sie. Fräulein Elfi, schauen Sie sich mal den Haarboden an. Also bitte schauen Sie sich das mal an. Ja, dieser Haarboden. Felix, hoffentlich haben Sie Erfolg. Ich wäre so glücklich. Ich danke Ihnen schon für Ihr Mitgefühl. Aber auf den Kopf kommt es an. Glauben Sie mir, das ist unser Kopf. Stellen Sie sich vor, wenn die Leute eines Tages sagen, Generaldirektor Katze hat wieder Haare. Wann werde ich endlich rasiert? Beruhigen Sie den Onkel doch mal. Und jetzt wie jeden Morgen, Herr Generaldirektor, da bis Hartingtour. Sagen Sie mal, hat eigentlich Ihr Mittel überhaupt schon mal gewirkt? Oh, ich habe Anerkennungsschreiben aus In- und Ausland. Referenzen aus allen Kreisen der Bevölkerung. Meine Lieber, wenn Sie Erfolg hätten, hätten Sie längst Krach mit der Konkurrenz. Krach, Herr Generaldirektor. Krach gibt's bei mir nicht. Oh. Felix! Was haben Sie da schon wieder angerichtet? Schonen Sie sich, Herr Chef. Denken Sie an Ihre Nerven. Ihnen werden die Witze noch vergehen, Frau Elfi. Schreiben Sie alles genau auf, was hier zerbrochen worden. Wir beide sprechen uns noch. So ein Pech. Wieso denn Pech? Scherben bringen Glück. Guten Morgen, Herr Assessor. Wollen Sie zu mir? Nein, ich suche Herrn Felix Rabe. Felix? Ja, Herr Chef? Bitte. Guten Morgen, Herr Assessor. Wie geht's denn? Sie sind Herr Felix Rabe? Ja, wie reden Sie denn mit mir? Wir kennen uns doch schon lange. Ich komme dienstlich zu Ihnen. Ich möchte Sie einen Augenblick sprechen. Ja, natürlich. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich komme in einer dienstlichen Angelegenheit des Amtsgerichts. Also bange machen gilt nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Machen Sie es nicht so spannend. Was ist los? Sie sind der Universalerbe Ihrer Tante Caroline Rabe. Hier ist das Schreiben des Notars. Was denn? Wenn Sie die Erbschaft antreten wollen, so muss dieses an Ort und Stelle geschehen. Angenommen, angenommen. Hier sind die Schlüssel. Danke. Ich gratuliere Ihnen. Warum machen Sie so trauriges Gesicht dabei? Das ist doch eine wunderbare Sache, Mann. Lachen Sie, wenn Sie Zahnschmerzen haben? Nein, haben Sie vollkommen recht. Haben Sie vollkommen recht. Sie fahren fort? Ja, und zwar für immer. Aber erst meine Kopfmassage, ja? Aber selbstverständlich, Herr Generaldirektor, mit dem größten Vergnügen. Was ist denn passiert? Hier, lesen Sie mal, lesen Sie mal. Rabes Hartingtour, das ist gut, was? Au! Tut ja weh! Zugegeben, ist doch besonders scharf heute. Oh. Danke. Das freut mich für Sie, Felix. Aber Sie sehen gar nicht so aus, als ob Sie sich freuen würden. Ach so, ja, wegen heute Abend. Wissen Sie was? Sie kommen einfach zu mir in die Stadt und besuchen mich da. Da kann man auch viel besser ausgehen. Wiedersehen. Alles Wohle. Und meine Haare? Bald, Herr Generaldirektor, bald. Ich wünsche jetzt endlich rasiert zu werden. Haben Sie vollkommen recht. Bei dem bat Herr Puwein eine Rasur auf Stuhl ein. Felix, Sie sind verrückt geworden? Nein, Herr Puwein, Universalerbe. Adieu. Ich hab Felix. Ach so, ja, wegen der kaputten Flaschen. Da machen Sie sich keine Sorgen. Die bezahle ich doch gern. Die bezahle ich doch gern. Schlafen bringen Glück, Herr Puwein. Felix. Herr Puwein, kling, 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 Herr Puwein. Erst das geht. Felix. Nicht
Das ist mir aber peinlich. Oh, das muss Ihnen doch nicht peinlich sein. Sieht doch furchtbar nett aus. Sie haben heute schon was getrunken, junger Mann. Keinen Schluck, aber heute könnte ich die ganze Welt umarmen. Moment. Entschuldigen Sie, aber ich bin ein Mensch, der immer Glück hat. Ja? Ja, stellen Sie sich vor, meine Tante ist gestorben. Ach, das finde ich aber traurig. Ja, das schon, aber ich bin Universalerbe. Ich habe alles geerbt. Ach, das ist aber schön. Und was werden Sie mit dem vielen Geld anfangen? Ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Zuerst kaufe ich natürlich einen schicken Sportwagen. Natürlich. Und wo fahren Sie dann hin? Oh, ich dachte ein bisschen an die Riviera. Zum Roulette-Spiel nach Monte Carlo, ja. Sie sind ja ein Abenteurer. Aber der Kern ist gut. So. Wenn Sie nichts Besseres vorhaben, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Mhm. Was machen Sie zum Beispiel heute Abend? Heute eigentlich gar nichts. Na, großartig. Was sind denn das für Schlüssel? Das sind die Schlüssel zu meinem Glück. Caroline Rabe. Tante Caroline. Liebe Tante Caroline, ich danke dir. Hier stehe ich nun glücklich und tief beschämt zugleich. Ja, ich gestehe, dass ich dich eigentlich immer verkannt habe und dass wir alle dir dein Leben lang Unrecht getan haben. Es hat nämlich immer geheißen, dass du spinnst. Entschuldige, du warst immer ziemlich mystisch und rätselhaft. Schade, dass wir uns nicht schon früher näher gekommen sind. Ich weiß, es ist meine Schuld, ich habe dir nie geschrieben. Ich habe mich ja nicht mal für das Schaukelpferd bedankt. Schönen Dank auch noch. Übrigens, Vater hat damals gesagt, von der kriegst du ja sowieso nie mehr was. Hat sich herausgestellt, dass das alles gar nicht stimmt. Ich meine, du hast mir alles gegeben. Einfach alles. Ich danke dir für deine Liebe. Für deine Güte. Dass du da hingegangen bist. Ich meine, dass du da hingegangen bist, ohne mich zu vergessen natürlich. Und ich will mich auch deiner Liebe und Güte würdig erweisen. Ja, das will ich dann auch. So, und nun wollen wir mal sehen, ne? Dir wieder ähnlich. Die liebe Tante Caroline. Vater hat schon recht gehabt mit dem Spinnen. Und mich? Mich hast du doch nie leiden können. Wie war denn das überhaupt damals zu Weihnachten mit dem Schaukelpferd, hm? Zu Ostern kam die Rechnung. Und meine arme Mutter hat sich das Geld vom Munde abgespart. Und jetzt hast du uns wieder reingelegt. Universalerbe. Pustekuchen. Das ganze Universal sind ein paar dreckige Stühle. Hier, guck sie dir an. Was soll ich denn mit dem Zeug machen?
Was suchen Sie hier? Oh, entschuldigen Sie, verzeihen Sie, mein Fräulein. Was möchten Sie? Möbel, Bilder, Vasen? Nein, Ihren Chef. Mein Chef? Wieso? Ach so, mein Chef, das bin ich. Oh, entschuldigen Sie, aber ich habe meinen Antiquitätenhändler ganz anders vorgestellt. Ich auch. Ich komme von der Gebäudeverwaltung Domus. Herr Zimt, Sie haben unsere Briefe leider nicht beantwortet. Ja, das stimmt. Wo habe ich die denn? Ach, hier. Wollen Sie sie wieder haben? Nein, danke. Wir haben Sie aufgefordert, die Miete binnen 3 Tagen zu bezahlen. Ja, bitte, was hätte ich darauf antworten sollen? Es hätte genügt, einfach zu zahlen. Das sagen Sie so einfach. Hier, bitte. Das ist dein Ton hier. Hiermit fordern wir Sie letztes Mal auch und so weiter und so weiter und so weiter. Nötigenfalls sehen wir uns gezwungen, andere Mittel gegen Sie zu ergreifen. Das andere Mittel bin ich. Da bin ich aber entzückt. Und Sie wollen mir den Weg zur Post abnehmen. Muss ich Ihnen leider sagen, dass Sie sich die Mühe, hierher zu kommen, umsonst gemacht haben. Ja, das werde ich meiner Firma melden, aber ich glaube, dann werden Sie gekündigt. Gott sei Dank! Wieso denn Gott sei Dank? Also wissen Sie, immer wenn ich etwas anfange, dann weiß ich, dass es schlecht ausgeht. Und je früher das dicke Ende kommt, umso besser. Denn darauf zu warten, das macht mich immer ganz nervös. Das ist aber hübsch. Hier, finden Sie? Mhm. Haben Sie das gemacht? Ja, das habe ich. Ich wollte nämlich Maler werden, aber daraus ist auch nichts geworden. Was können wir denn nur für Sie tun? Aber ich bitte Sie, zerbrechen Sie sich doch nicht Ihr schönes Köpfchen. Bitte? Zerbrechen Sie sich doch nicht meinetwegen Ihren Kopf. Ach, wenn ich wenigstens sagen könnte, dass Sie im Augenblick gerade dabei sind, größere Geschäfte abzuwickeln, ja, dann könnte ich vielleicht einen Aufschub erwirken. Größere Geschäfte? Ja, entschuldige mich, was jetzt? Naja, weil schon seit Monaten kein Kunde mehr hier hereingekommen ist. Ach so. Hallo, ist hier niemand? Schon der Kunde. Oh. Ja, bitte? Sagen Sie, haben Sie Barockschränke? Ich brauchte mindestens 10 Stück. 10? Der Preis spielt keine Rolle. Ja, ich weiß nicht, ob ich im Moment zu viel auf Lager habe. Aber ja, ist egal, dann nehme ich das, was da ist. Sagen Sie, wie sieht es mit Rokokotischen aus? Rokokotische? Oh, sehen Sie, Herr Zimt, ich komme morgen wieder. Vielleicht klappt was. Ja, bitte. Danke. Vielleicht sehen Sie sich mal an, was ich im Moment auf Lager habe an Barockschränken. Nein, bestimmt nicht. Ach, Sie wollen sich zuerst die Rokokotische ansehen? Aber nein, doch, ich will mir gar nichts ansehen. Wollen sich gar Wie? Das verstehe ich nicht, Moment. Entschuldigen Sie, aber Sie haben eine sehr lange Leitung. Ich habe das alles nur gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass Sie irgendwie in der Klemme saßen und die junge Dame loswerden wollten. Ach so. Sag mal, was geht? Also wieder nichts. Na, das dürfen Sie auch nicht sagen. Dafür habe ich eine einmalige Chance für Sie. Kommen Sie bitte mit. Was? Wohin denn? Ich will Ihnen etwas zeigen. So, hier. Ja. Biedermeier. 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 Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Was ist denn mit Ihnen los? Ja, ich kann den Wind nicht vertragen. Ach so. Ja, wenn das echtes Biedermeier wäre, das ist doch Imitation. Aber dafür überlasse ich Sie ihn zum einmaligen Preis von, sagen Sie schon, wie viel. Ja, da ist nicht viel zu sagen. Sie wollen mir die Stühle doch nicht verkaufen. Und wenn meine Tante nicht so geizig gewesen wäre, hätte ich ihn auch geschenkt. Aber ich brauche das Geld dringend. Also wie viel? Ich kann die Stühle nicht nehmen. Das ist aber gar nicht nett von Ihnen. Vorhin habe ich Ihnen aus der Klemme geholfen, jetzt lassen Sie mich im Stich. Also gut, ich werde die Stühle in Kommission nehmen. Danke, das genügt. Ich komme da morgen mal vorbei und hole mir das Geld ab. Morgen? Sie sind ein Optimist. Ja, also Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Huberer, hier Zimt. Ich habe eine interessante Sache für Sie. 13 antike Stühle. Fast neu. Guten Abend. Hallo. Sie sind schon da? Schon? Sind ein bisschen spät, mein Lieber. Wieso? Ich habe draußen gewartet. Ach, das ist aber reizend. Kommen Sie, setzen wir uns. Haben Sie etwa schon was bestellt? Nein, natürlich nicht. Rufen Sie den Ober. Am besten, wir trinken zuerst einen Martini. Nein. Kein Martini? Nein, kein Ober und kein Martini. Wir gehen nämlich. Wir gehen? Wieso? Ach, wissen Sie, ich fühle mich hier nicht wohl. Da an der Ecke, da spielen Sie einen wunderbaren Film. Abends im Park heißt es. Sie gehen doch auch sicher gerne ins Kino. Ja, aber das muss sich um ein Missverständnis handeln. Wir waren zum Ausgehen verabredet. Ich habe extra einen Tisch für uns reservieren lassen. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich mich hier nicht wohlfühle. Ach, Sie müssen sich an das vornehme Leben erst gewöhnen. Und das Geld ausgeben, ja. Meine ich. Ich helfe Ihnen schon dabei. Ja, das ist nett von Ihnen. Hat der Herr einen Wunsch? Danke, danke. Bitte? Danke. Ja, Sie machen mich ja hier lächerlich.
aber dann kommen Sie doch mit mir mit. Ich kann hier nicht weg. Und ich kann nicht hier bleiben. Das ist mir zu teuer hier. Wieso? Stimmt etwas nicht mit Ihrer Erbschaft? Aber nein doch, das stimmt alles. Aber was hat denn die Erbschaft mit dem Kino zu tun? Also wenn Sie die Wochenschau nicht versäumen wollen, dann müssten Sie jetzt gehen. Aber Sie können doch nicht allein bleiben, hier in diesem Etablissement. Glauben Sie, wenn ich allein hier bleibe, dass ich lang allein bleibe? Wollen der Herr jetzt bestellen? Nein, danke, warum? Wir haben schon Kinokarten. Ein Martini, bitte. Aber der Film soll wirklich sehr nett sein. Gute Unterhaltung. Sie Optimisten haben recht gehabt. Wer? Ja, Sie haben Glück mit Ihren Stühlen gehabt. Woher wissen Sie das? Ja, ich muss es doch wissen. Ich habe sie doch gestern verkauft. Alle 13 Stück. Verkauft? Ja, hier, 330 Mark bekommen Sie. 330 Mark? Ja, was ist denn? Ist das zu wenig? Was haben Sie denn gedacht? 100.000. 100.000. Ja. Das ist doch die reine Fantasie, was Sie ja, da ist eben sagen. Das ist keine Fantasie hier, das ist Wirklichkeit. Gucken ja, Sie mal. 100.000 Mark. Ja, und die waren in einem der Stühle eingenäht. Hier ist das Marangiose, wenn Sie das gestern geahnt hätten. Hab ich aber nicht. Kommen Sie, wir müssen Sie sofort wieder zurückkaufen. Wohin? Zurückkaufen, die ja, Stühle. Doch, aber wieso denn wir? Ich habe doch mit der ganzen Sache nichts zu tun. Na, mehr als Sie glauben. Wenn Sie mir nicht verraten, wer die Stühle gekauft hat, bin ich doch vollkommen machtlos. Aber hören Sie mal, ich werde doch nicht... Aber Sie kriegen 20%. Aber ist ausgeschlossen. Nur zu wenig? Nur zu viel, ich bin doch nicht von der Steuer. Sagen wir 10%. Abgemacht. Ja. Guten Tag, Herr Hubacher. Tag. Herr Hubacher, ich habe Ihnen doch gestern 13 Stühle verkauft. Wo sind die denn? Aha. Das habe ich ja gleich geahnt. Bei der Sache stimmt was nicht. Was? Echtes Biedermeier zu so einem Schleuderpreis. Echtes Biedermeier? Das ist typisch für mich. Ich habe nicht Biedermeier gesagt, ich habe Antike gesagt. Sie, wenn ich Unannehmlichkeiten habe, das wollen Sie ja gar nicht. Deswegen wollen wir die Stühle ja wieder zurücknehmen. Ja. Was heißt zurücknehmen? Die Stühle sind bereits verkauft. Biedermeier geht wie warme Semmel. Wie warme Semmel? Das darf doch nicht sein. Sie, wenn es Schwierigkeiten gibt, mache ich Sie dafür verantwortlich. Ja, da haben Sie vollkommen recht.
Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn wir persönlich zu den Leuten gehen, die die Stühle gekauft haben, nicht wahr? Was? Ja, das ist... Ja, das wäre das Beste. Warten Sie mal. Ja? Ja, hier. Hier sind die Adressen von den Leuten, denen ich die Stühle geliefert habe. Na. Und damit Sie es wissen, Herr Zimt, ja, von Ihnen kaufe ich kein Stück mehr. Oskar Wuttke. So, Oskar Wuttke ist der Erste. Augenblick mal, wie wollen Sie denn das machen? Na ganz einfach, ich gehe rein und sage, guten Tag, in Ihrem Biedermeierstuhl sind 100.000 Mark und die gehören mir. Ach, und Sie glauben, der Wuttke wird sagen, bitte mein Herr, bedienen Sie sich. Ja, natürlich, warum denn nicht? Ist doch tatsächlich mein Geld. Schauen Sie, Herr Rabe, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie die Menschen wirklich sind. Dieser Wuttke wird sagen, der hat den Stuhl gar nicht mehr oder der ist verbrannt oder er ist gar nicht der, der den Stuhl gekauft hat. Und wenn wir dann draußen sind, schneidet Herr Wuttke den Biedermeierstuhl auf. Und steckt das Geld ein. Na, glauben Sie? Ist doch klar. Ja, dann müssen wir was anderes machen. Ja, aber wie? Ja, das werden wir schon sehen. So. Gut. Ja, was wollen Sie denn? Ja, Mensch, Oskar, alter Junge. Wie geht's denn? Du bist größer geworden. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Kannst dich nicht mehr entsinnen? Ja, ich weiß wirklich nicht. Ja, aber damals in dem Lokal mit den Tischen und... Stühle waren auch dabei. Kannst dich wirklich nicht mehr erinnern? Komm, gehen wir noch nach drin. Ich erzähl dir alles drin dann. Komm, Oskar, ich erzähl dir das alles drin. Ja, wo war denn das? Tja, das war da... Wo? In Hannover. Ach, ja, in Hannover. Eine schöne Stadt, Hannover. Hab ich doch recht gehabt, dass du dich entsinnen wirst, nicht? Ja, aber hübsch hast du es hier. Na, immer rein in die gute Stube. Kommen Sie doch. Vielleicht, dass er besser hier draußen bleibt und sich das anguckt. Hier. Was? Na ja, die beiden Preise da. Ja, warum? Na, er schreibt ein Buch über Freistilringe. Ja. Ach so, na dann tun Sie, als ob die zu Hause wären. Ja, danke. Komm. Das tue ich. Wollen wir? Tja, ich habe Oskar, und dann... Würden wir natürlich noch ganz gerne wissen, wie dieser eine Griff geht. Weißt du, dieser... Ja, welcher denn? Ach so, ja. Also, pass mal auf. Also, nein. So ähnlich, weißt du? So, weißt du, so. Ach, du meinst den kleinen Amboss. Na, pass mal auf. Komm mal her. Das ist auch ganz nett. Du. Vielleicht, wenn du mir... Oskar, wenn du mir vielleicht doch den mal zeigen würdest. Ich meine, wo man da die Hand so rumlegt und dann... Au! Oskar, was machst du denn? Sei doch. Oskar, nimm, tut doch. Das ist die kleine Ohnmachtsschleife, den Griff meinst du doch, nicht? Danke, ja, aber kannst du mich vielleicht mal entknoten, Oskar? Von dem Griff gibt's ein schönes Foto, das könnt ihr für das Buch gut gebrauchen. Oh ja. Da ist es ja. Ja, meine Herren, wo sind Sie? So, den Freistilringer hätten wir hinter uns. Wo müssen wir denn jetzt hin? Gallwitz-Kaserne. Kaserne? Ja. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dass Sie uns die Ehre geben. Der Herr Oberst ist im Moment leider beschäftigt, sonst würde er jedem von Ihnen persönlich die Hand schütteln. Ich bin aber überzeugt, dass er Sie alle nachher zu Kaffee und Kuchen einladen wird. So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob unsere Gäste vollzählig erschienen sind. Helmut Fröhlich. Hier. Gerhard Weber. Hier. Wie sollen wir denn da hineinkommen? Na, freiwillig. Ausnahmsweise freiwillig. Leicht gesagt, aber wie? Na, pass mal auf. Guten Tag. Die ersten 10. 1, 2, 3, 4, 5. Links um. Auf die Stuben. Marsch. 1, 2, 3, 4, 5. Links um. Marsch. Los. Beeilung. Die Herren kommen mit mir. Los, folgen. Links, 2, 3, 4,
sich aber großartig. Wo ist denn hier das Licht? Nur, bloß kein Licht machen. Dann erwischen sie uns ja gleich. Dann müssen wir uns eben im Dunkeln umziehen. Warte, du. Freiwillig ziehe ich sowas nicht an. Aber wir können doch hier nicht so rumlaufen. Das fällt doch auf. Und beim Militär darf man nicht auffallen. Wo tun wir denn unsere Sachen hin? Ja. Na hier, hier, in diesem komischen Koffer hier. Los, mach. Hören Sie, heute kommen zwei Inspektionsoffiziere vom Oberkommando. Führen Sie die Herren sofort zu mir. Jawohl, Herr Horst. Ich möchte die Herren lieber persönlich durch die Kaserne führen. Jawohl, Herr Horst. Ich bin in meinem Büro. Ist da jemand? Ist da jemand? Ja, was ist denn hier los? Ich bitte um Entschuldigung, ich kann ja nicht wissen, dass... Das war nämlich so. Wir haben den Herrn Major nicht so früh erwartet. Wir kommen etwas unerwartet, was? Darf ich die Herren zum Herrn Oberst bitten? Bitte, zum Herrn Oberst? Aber da wollen wir doch gar nicht hin. Ja, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Herrn Oberst, dass... Melden Sie uns nur an, wir kommen dann gleich vorbei. Ja, zu Befehl. Danke. Was wollen Sie denn von dem Oberst? Überhaupt nichts, er kann von mir so lange warten, bis er General ist. Wir suchen inzwischen den Stuhl. Was, in dem Kostüm? Na klar, Hauptmann von Köpenick, das wirkt doch immer. Ach, das ist... Sonne, wollen wir mal wieder suchen. Jawohl, Herr Oberhauptmann. Major. Ich ahne was. Bitte lassen Sie sich doch nicht stören, meine Herren. Setzen Sie sich wieder. Herr Major! War kein Stuhl. Bin ich einmalig. Die ganze Stube und lauter nicht drauf. Ich muss nur die Kippen werden. Ja, meine Herren, warum machen Sie denn so skeptische Gesichter? Sie sollen sich ja wohlfühlen. Und wenn es nach mir geht, dann... Ginge, dann sollen Sie es ja besser haben als zu Hause. Was sind Sie denn vom Beruf? Friseur. Friseur? Das ist ein schöner Beruf. Was? Hier ist schöner Beruf. Herr Major, hier ist nichts zu finden. Keine besonderen Vorkommnisse, Herr Major. Tag, die Herren. Ich verstehe nicht, was die Leute immer so viel meckern. Ich finde den Ton hier hoch prima. Da! Verzeihung, ich werde die Herren sofort melden. Die Herren sind schon da, Herr Oberst. Na also. Der Hauptfeld wäre draußen, was soll denn das heißen? Besten Dank zurück. Hoffentlich ist das Geld in dem nächsten Sessel. Länger halte ich das nicht mehr aus. Na, mir wäre es auch lieber, wenn wir es schon hätten. Was kommt denn nun? Karstadt, Kaufhaus Karstadt. Los, komm. Das war hier. Danke.
Diesen Teil ändern wir. Hier kommt ein Campingplatz her. Fräulein Käthe, in der Sportabteilung liegen die Kleider bereits vorbereitet. Bitte ziehen Sie die Puppen um, ja? Ist gut, Frau Kurz. Ja, und nehmen Sie Fräulein Gisela mit. Die muss ja alles auch mal lernen. Mhm. Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Na dann, komm, holen wir die Sachen. Wieder nichts. Da, halt das mal, mein Süßer. Wenn man dich so redet, kann man meinen, die Puppen sind echt. Weißt du, der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen so einem und einem lebendigen. Mir sind die Lebenden lieber. Außen schick und innen hohl. So, wen nehmen wir denn nun zuerst dran? Nicht zu drängeln, mein Herr. Jeder kommt dran. Vielleicht den da unter der Lampe. Oh ja, der hat so komische Beine. Den heben wir uns für später auf. Vielleicht brauchen wir den gar nicht. Warum denn? Den haben sie bestimmt bloß unter die Lampe gestellt, weil er einen Dachschaden hat. Na, dann fangen wir eben bei Hohlköpfchen an. Ist ja auch ganz egal, wer der Erste ist. Bloß runter mit den Sachen. Um Gottes Willen, was war das? Stell dich doch nicht so an. Die Lampe wird einen Wackelkontakt haben. Entschuldige, aber ich erschrecke immer, wenn es so plötzlich hell wird. Total kaputt. Du, sollen wir ihn ganz ausziehen? Na klar, was meinst du denn? Der kriegt doch kurze Hosen an. Los, runter mit den Klamotten. Nur keine falsche Schüchternheit. Da war was! Da kann's einer wieder nicht abwarten. Nur langsam, mein Süßer. Du bist als Nächster dran. Erst müssen wir mit deinen Kollegen was anderes anziehen. Wo sind denn die Sporthemden? Haben wir keine mitgenommen. Dann lauf mal schnell rauf und hol sie. Allein? Du, ich hab die ganze Zeit das Gefühl, als ob mich irgendjemand beobachtet. Das Gefühl kenne ich, wenn man so allein im Kaufhaus ist. Autsch! Was ist denn? Ah, mein Strumpfband. Du hast einen Groschen? Wozu denn? Ich muss festmachen. Hier, das bei mir hält das Zeug auch nie. Schrecklich. So. Du, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst sind wir morgen noch da. Die Lampe wünsche ich mir als Hochzeitsgeschenk. Na, du Angsthase, dann gehe ich die Hemden holen. Gut. Da hat sich was bewegt. Also länger hätte ich das auch nicht mehr ausgehalten. Kommen Sie, weg hier. Reiß, reiß. Also dann bis morgen, Herr Zimt. Bis morgen, Herr Rabe. Hoffentlich haben wir morgen mehr Glück. Was heißt denn Glück? Wie reden Sie denn jetzt, wo wir die 100.000 haben? 100.000? Haben wir die denn? Ja, so gut wie sicher. Mit jedem Stuhl kommen wir doch der Sache näher, oder? Ja? Ja. Ich find's so freundlich von Ihnen, dass Sie mich so an der ganzen Sache teilhaben lassen. Was? Ich meine, dass Sie mich da beteiligt haben. Nur nicht weich werden, Herr Zimt. Nur nicht weich werden. Was soll ich denn ohne Sie machen? Sie sind doch ein idealer Mitarbeiter. Ja, und bitte, bei den 20% bleibt es, ja? 20? Bitte. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Rabe. Ich danke Ihnen und sagen Sie doch bitte nicht Herr Rabe zu mir. Das klingt so wie Unglücksrabe. Ich heiße Felix. Das heißt der Glückliche. Ich heiße Tobi. Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht, Felix. Gute Nacht. Aber ihr, ich komme gleich, das stimmt wohl nicht so ganz. Ja, ich war unterwegs, geschäftlich. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, hat es mit dem Kunden gestern geklappt? Ja, großartig. Ich habe 60 Mark verdient, die können Sie gleich haben. Bitte. Was, bei dem Riesengeschäft haben Sie nur 60 Mark verdient? Ach, wissen Sie, das mit dem Riesengeschäft, das war nur ein Schwindel.
Oje. Wieso oje? Naja, ich habe mich dafür verbürgt, dass Sie morgen Ihre rückständige Miete bezahlen. Na, das werde ich auch, denn morgen bekomme ich 20.000 Mark. So. Ja. Sind Sie sicher? Ja, das hängt nämlich mit dem Käufer von gestern zusammen. Was, mit dem Schwindler haben Sie sich noch einmal eingelassen? Oh nein, Schwindler, das dürfen Sie nicht das sagen. Das ist doch eine Hochstapelei, wenn einer mit Barockschränken herumwirft und dann schauen nur 60 Mark dabei heraus. 60? Sie sind süß. 20.000! Och. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, ich suche einen Herrn Rabe. So ein Zufall. Wir haben gerade von ihm gesprochen. Na, der wird doch zu Hause sein, hier gleich gegenüber. Dort war ich schon, aber es rührt sich kein Mensch. Der Hauswart sagte mir, dass er vielleicht hier ist. Ach so, naja, vielleicht schläft er schon und Sie haben nicht stark genug geklopft. Klopfen Sie doch mal stärker. Das ist nämlich dringend. Er hat das Testament vergessen. Das Testament? Warten Sie, ich wecke ihn. Einen Augenblick. Komm mir gleich. Den haben wir gleich. Verzeihung, sind Sie mit Herrn Rabe verwandt? Nein. Warum? Ja, vielleicht sollte ich Sie vor diesem Herrn warnen. Warnen? Wieso? Oh, ich glaube, es ist ein Hochstapler. Ein Hochstapler? Felix Rabe, ein Hochstapler. Entschuldigen Sie, aber da muss ich lachen. Ich kenne ihn nämlich besser. Das tut mir leid. Das macht nichts. Er ist nämlich der reizendste Mensch, den es gibt. Und er kann keinem ein Haar krümmen. Bloß, er hat einen Fehler. Er bildet sich nämlich ein, er ist ein Glückspilz. Und in Wirklichkeit geht ihm alles schief. Möchtest du rauchen? Oh, danke schön. Danke. Oh, Sie sind da. Ja, ich bin da. Trifft Sie aber großartig, was? Ach, das finde ich aber reizend, dass Sie mir das von gestern Abend nicht übel genommen haben. Naja, ich konnte ja wirklich nichts dafür, nicht? Mir war das nur so peinlich mit der Tischbestellung. Alex, einen hübschen Tisch für uns, bitte. Oh, und die Sektkarte, Alex. Hallo, Sie sind ja so verändert. Finden Sie? Sie sind wohl doch reich. Glauben Sie? Oh, ich spüre sowas in den Fingerspitzen. Können Sie sich da mal nicht irren, ich bin ein ganz armer Mann. Ach, Sie sind ein Schwindler. Geben Sie zu, Sie haben einen ganzen Haufen Geld geerbt. Das hab ich, ja. Ja? Ja. Wollen wir tanzen? Und wie? Kommen Sie. Jetzt an der Riviera? Ja, waren Sie schon mal da? Nein, aber ich habe immer davon geträumt. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir nicht einen großen Cadillac kaufen soll für all die Sachen, die man mitnehmen muss. Smokings und Frecke und so. Ja, aber dann brauche ich ein neues Abendkleid. Natürlich. Und eine Nerzstola. Warum denn nicht? Ja, und eine Krokotasche. Aber wir brauchen noch nicht zu sparen, ich hab's ja. Ach, das ist aber herrlich. Und jetzt hat er die Erbschaft gemacht. Ich freue mich für ihn. Da braucht er nicht mehr mit dem dummen Haarwuchsmittel herum zu experimentieren. Ich gratuliere Ihnen. Wieso mir? Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich werde mich nicht aufdrängen. Und jetzt schon gar nicht. Das ist komisch. Ich habe mir die Finger wund geklopft, aber der rührt sich nicht. Und das ist vielleicht ganz gut so. Bitte geben Sie ihm doch das Testament. Ja. Wieso denn? Sie wollen schon zurückfahren? Ja, ich muss. Der letzte Bus geht um 11. Aber nein, Sie können bei mir schlafen. Ja, und morgen geben Sie ihm den Brief selbst. Nein, nein. Ich muss auch morgen früh wieder im Geschäft sein. Und überhaupt, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass Ihr Freund ein Schwindler ist. Oh, das möchte ich mir auch verbeten haben. Bitte sagen Sie ihm nicht, dass ich hier war. Warum denn nicht? Ich möchte nicht, dass er glaubt, dass ich... Dankeschön. Ja. Dass er glaubt, das verstehe ich nicht. Verstehen Sie das? Oh ja. Ja, was soll ich denn jetzt meinem Chef sagen? Ach so, ja. Sagen Sie Ihrem Chef, mein Freund heißt Felix. Felix heißt der Glückliche. Vielleicht tröstet das Ihren Chef. Er wird auch ihm Glück bringen. Er bringt allen Leuten Glück, auch mir. Ihnen? Ja, ich habe Sie doch kennengelernt. So. Ja, nicht das, was Sie denken. Ich habe etwas sehr Hübsches gedacht. Ja? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, also alles Gute. Und morgen ist das Geld bestimmt da. Ist gut. Ja. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe, Tante Caroline. Entschuldigen Sie, das sagt Ihnen zwar nichts, aber trotzdem. Guten Abend, Herr. Guten Abend, bitte.
Sagen Sie, wollen wir nicht woanders hingehen? Warum? Ist doch schön. Ich weiß nicht, ich finde es auf einmal nicht mehr so nett hier. Wieso denn? Ich gehe schon mal eben bezahlen. Ne? Aber nein. Doch, doch. Oh, was haben Sie für eine reizende Brille auf? Darf ich mal? Ich bringe sie sofort wieder zurück. Ich möchte sie nur irgendjemandem zeigen, ja? Kommen Sie sofort weg hier. Kommen Sie. Erzähle ich Ihnen später. Kommen Sie bitte. Warum denn? Erzähle ich Ihnen. Schönen Dank. Sie! Also großartig haben Sie das gemacht. Ich hätte Ihnen nie zugetraut. Kleine Fische gehen wir. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr. Bitte, aber ich habe doch alles bezahlt, was Sie haben. Ja, aber ich möchte Sie bitten, den angerichteten Schaden zu übersetzen. Den angerichteten Schaden? Ja, ach, was nehmen Sie, ist gut. Ja, und wohin jetzt? Wohin ist gut? Ich habe leider kein Geld mehr. Was, kein Geld mehr? Und da reden Sie von Riviera und Abendkleid? Och, Sie sind ja ein Hochstapler, sind Sie. Was? Pech gehabt? Pech? Glück, mein Fräulein, Glück. Weißt du, wie schön das ist, wenn dich das Glück nicht ganz vergisst? Ja, ich komme schon. Nicht nötig, ich bin's. Ah, da kommst du gerade recht. Eine Tasse Tee gefällig. Ist was? Hast du schlecht geschlafen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Na hör mal, ich habe mir an deiner Tür die Finger wund geklopft. Wann denn? Na, no, es war so gegen 10. Ach so, also da habe ich wohl zufällig gerade festgeschlafen. So. Warum hast du denn geklopft? Ist was passiert? Ach, was soll schon passiert sein? Ich habe eben geklopft. Oh. Hier, das ist für dich abgegeben worden. 2 Stückchen Zucker? Ja, ne? Wer hat das abgegeben? Ja, das weiß ich nicht. Ein Mädchen? Blond? Sehr süß, sehr schnuckelig. No, ich habe sie mir nicht so genau angesehen. Nach dem Namen habe ich auch nicht gefragt. Und ich trotzdem bin gerade nicht zu Hause gewesen. Hat sie sonst etwas für mich hinterlassen? Ja, nur das da. Sie muss doch irgendetwas gesagt haben. Also was hat sie gesagt? Ja, sie hat gesagt, ich sollte nicht sagen, dass sie da war. Das kann nur Elfie gewesen sein. Ach, du hast ja keine Ahnung, wie süß die ist. Du wirst lachen. Ich habe das auch bemerkt. Kommt einfach hierher und fährt wieder weg. Sag mal, hast du Briefpapier? Wozu denn? Du wirst furchtbar lachen, aber ich will dir schreiben, sie soll sofort kündigen und hierher zu mir kommen. Kündigen und hierher kommen? Ja, glaubst du, ich habe Lust, mein sauer geerbtes Geld mit irgendwelchen Damen an der Riviera zu verjubeln? Ich höre mehr Geld. Hast du es denn schon? Noch nicht, aber heute, mein Lieber, aber heute. Komm an die Arbeit. Später. Dein Tee, Felix. Ja. Nun, komm später. Die kochen noch ab. Komm nicht mal zum Tee trinken. Bleib doch noch. Gartenstraße 9, wir wären da. Ja, aber was nun? Hallo? Ist doch das Studentenhilfswerk. Na Gott sei Dank. Sagen Sie mal, was sind denn das eigentlich für Zustände bei Ihnen? Vor einer halben Stunde habe ich schon angerufen, dass man mir jemanden schickt, der auf meine Kinder aufpassen soll. Und es ist immer noch niemand da. Nein, das kann ich nicht. Seit einer Woche bin ich beim Friseur angemeldet und da kann ich nicht mehr absagen. Und außerdem muss ich zur Schneiderin, die kann ich auch nicht warten lassen. Bitte? Wer hier spricht? Lesko, Gartenstraße 9. Nein, nicht Vesco. Lesko, L, wie lustig. Hm. Wann? Ja, da müsste doch schon längst jemand da sein. Das trifft sich doch großartig. Was? Na, einer von uns beiden geht rein und passt auf die Kinder auf. Und bei der Gelegenheit... Nein, von Kindern verstehe ich gar nichts. Ich kann mich auch nicht mehr an meine Kindergartenzeit erinnern. Aber einer muss rein. Ja, da müssen wir knobeln. Stein, Schere, Papier. Komm. Ja, bei meinem Pech hätte ich mir denken können. Mach's gut. Ja. Aber du, wenn der richtige Babysitter kommt, was machen wir dann? Den überlass nur mir. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Da bin ich. Ja, das sehe ich. Sie kommen vom Studentenhilfswerk? Ja, direkt. Ich dachte, man schickt mein Fräulein. Ja, das dachte ich auch. Ich meine, wir dachten das auch, aber es war kein Fräulein da. Und da habe ich mir gedacht, eh niemand kommt, komme ich. So, nur, das ist ja auch ganz egal. Sagen Sie, kennen Sie sich eigentlich mit Kindern aus? Wie? Was? Ja, okay, liebe die Frau Kinder. Und das ist eine Spezialität von mir. Ja, die Kleinen sind... Das finde ich aber zauberhaft, dass Sie Kinder gerne mögen. Gott, Sie sind ja selbst noch ein halbes Kind. Ne? Ja. Darf ich Ihnen die lieben Kleinen jetzt vorstellen, ja? Ja, bitte. Hoi, nach Ihnen. Danke, zauberhaft. Du Kinderchen, hört mal alle her. Das hier ist der Onkel... Wie war doch bitte Ihr Name? Theodor. Aber Sie können ruhig Theo zu mir sagen. Ja, also das ist der Onkel Theo, der wird fein mit euch spielen. Ja, Schätzlein? Mutti muss nämlich bald weg, ne? Und kommt aber gleich wieder, bringt was Feines mit. Das ist ein netter Onkel. Kinderchen, seid brav und macht mir keine Schande, Herzeleins, ne? Sind Sie nicht süß? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Na? Wollen wir ein kleines Spielili machen, ja?
Hier. Ja. Ja, na was ist das für ein niedliches Automobil, Lili? War kein Automobil, ist Mercedes 190 SL. Ach so, hier. Na, was wollen wir überhaupt spielen, hm? Indianer und Trapper. Oh ja, ja! Da machen wir. Also, dazu brauche ich aber zwei weich gepolsterte Stühle. Habt ihr die? Ja? Zwei weich gepolsterte? Nette? Nimm doch die beiden. Was denn die? Nein, das ist doch ein Elefantenrücken, ein Pferderücken. Da brauchen wir so einen niedlichen, kleinen. Oh, nehmen wir doch lieber die beiden neuen. Habt ihr holen? Wo sind denn die neuen? Wo sind die? Holen sie mal ganz schnell her. So, das werden wir gleich haben. Pass mal auf, setzt euch mal hier. Und wir. Ja. Gehen die? Aber was? Das sind genau die, die ich suche. Genau. So, das sind. Die werden wir gleich. Ja. So, geht mal alle schön raus aus dem Zimmer, ja? Du verstehst ja überhaupt nichts von Indianern spielen. Das geht doch ganz anders. Was denn, wie denn? Du setzt dich auf dein Pferd, nimmst das andere Bein zügeln und reitest durch die Prärie. Durch die Prärie. Ja, durch die. Gut. Das andere reiten wir durch die Prärie. Hopp, 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 hopp. Los, Brauner. Wir sind doch lange nicht in Texas. Hopp, 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 hopp. Wo seid ihr denn? Was ist denn? Weiterreiten! Du hast nämlich überhaupt keine Ahnung, dass wir einen Überfall machen! Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist wahr. Los, mein Brauner! Hopp, hopp, hopp! Was ist denn? Auf! Na was? Auf! Hallo! Sie haben Ihren Handschuh verloren. Danke vielmals. Ach, sagen Sie, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Bitte halten Sie mich nicht auf. Aber nur eine Nein, Minute. Ich habe ja keine Zeit, ich werde erwartet. Es ist aber sehr dringend. Sie sind nämlich eine Zehnte. Eine was bin ich? Eine Zehnte, ja. Wissen Sie, ich kann Ihnen das auch erklären. Ich mache nämlich eine Reportage für die Abendzeitung. Und zwar wird jede zehnte junge Dame nach ihrer Meinung gefragt. Sie hätte ich allerdings auch gefragt, wenn Sie nur die Neunte gewesen wären. Das glaube ich Ihnen nicht. Dafür wird Sie unsere Frage aber umso mehr interessieren. Sie lautet, was halten Sie von der Ehe? Erstens ist es falsch zu behaupten, dass mich Ihre Frage, was ich von der Ehe halte, interessiert. Das kann höchstens Sie interessieren. Und auch das glaube ich nicht. Und wenn Sie mir einreden wollen, dass es die Leser Ihres Blattes interessiert, was ich von der Ehe halte, so sind Sie entschieden auf dem Holzweg. Außerdem ist es eine ganz persönliche Frage. Und ohne dies habe ich keine Zeit, sie zu beantworten. Sie, sollte es aber ein Versuch von Ihnen sein, mich anzusprechen, so lassen Sie sich von mir gesagt sein, dass das nicht sehr originell ist. Da müssen Sie sich schon was Intelligenteres einfallen lassen. Und selbst dann würde ich Ihnen nicht zuhören, weil ich es erstens ablehne, angesprochen zu werden und zweitens keine Zeit habe. Aber mein Fräulein, bitte, ich habe Ihnen doch gesagt, dass es keinen Sinn hat. Und selbst wenn ich Ihnen Ihre Frage beantworte, damit Sie endlich Ruhe geben, werden Sie nicht locker lassen und weiterfragen. Ja, und die zweite Frage kann ich mir dann außerdem schon lebhaft vorstellen. Sie werden sagen, und was halten Sie von Kindern? Ja, ja genau. Mit dieser Frage wollten Sie bezwecken, dass ich rot werde. Sie täuschen sich. Ich werde nicht rot. Es hat also gar keinen Sinn, mich nach Kindern zu fragen. Wenn Sie es aber unbedingt gern wissen wollen, kann ich Ihnen nur mitteilen, dass ich Kinder über alles liebe. Sie sind die zauberhaftesten Geschöpfe, die es gibt. Häuptling Adlerauge, Buffalo Bill befiehlt, ihn loszubinden. Das große Adlerauge lässt sich von einem Bleichgesicht überhaupt nichts befehlen. Ja, aber wenn ihr mich von meinem Marterpfahl befreit, dann werde ich euch ein großes Geheimnis anvertrauen. Na, wenn er ein Geheimnis weiß, dann mach ihn doch los. Eine Frau hat im Kriegsrat überhaupt nichts zu sagen. Ein großes Geheimnis? Ja, ein ganz großes Geheimnis. Yes, Sir! Yes, Sir! Im Sattel meines Mustang ist ein großer Schatz verborgen. Oh. Na gut, aber wenn du uns reingelegt hast, wirst du skalpiert. Ja. Findet ihr los? Ja, komm. Au, au! Das ist schon gut. Ja, so ist gut. Danke. Danke, ist schon gut. Au! Da ist genug, genug! So, warte hier. Nein, hier ist er nicht. Moment. So. Es hat also gar keinen Zweck zu versuchen, mich hier mit Ihrem Gerede aufzuhalten. Ich bin hier ohne dies schon sehr spät dran. Erst kommt kein Autobus, dann fährt mir die U-Bahn vor der Nase weg. Und jetzt halten Sie mich auch noch auf. Das ist ziemlich rücksichtslos von Ihnen. Geben Sie das zu? Zugegeben. Ja, sehen Sie, zugegeben, zugegeben. Ach, ich sage Ihnen, auf der Welt wäre alles viel einfacher, wenn die Menschen nicht so viel reden würden. Ha, jetzt stehe ich hier und rede und rede. Entschuldigen Sie, Herr Lesko, falls ich mich verspätet haben soll. Schon gut, schon gut. Gehen Sie nur hinein. Die lieben Kleinen warten auf Sie. Gehen Sie nur. Schade. Oh Gott. Was ist denn los? Nichts. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen so schnell wie möglich von hier weg. Nicht hier. Noch auf
hoffentlich zieht dieser Teichmann nicht geradeaus. Huch, da ist der. Guten Tag. Ja. Danke. Mein Herr, Sie wünschen den Stuhl hier. Ja. Den können Sie selbstverständlich großartig haben. Großartig. Was haben Sie? Das geht leider nicht. Das? Wieso? Sie haben doch eben gesagt, dass wir den Stuhl haben können. Natürlich, aber nicht sofort. Übermorgen findet die Versteigerung dieser Möbel statt. Moment. Ja, aber alles aber andere sehen Sie aus diesem Auktionsplan. Naja, der läuft uns ja nicht weg. Wo müssen wir denn jetzt hin? Tanzschule, Moment mal. Tanzschule Säbisch. Gut. Siehst du ihn? Nein. Na, dann müssen wir ihn suchen. Gesehen. Es muss einer sein, wo jemand drauf sitzt. Na, warte mal ab, die Leute kriegen wir gleich hoch. Den zünde ich eine Rakete unterm Sitz an. Ja. Guten Abend, Sie gestatten doch mal, ja, darf ich? Kennen Sie den Raketenruck? Sicher. Unser Stuhl! Komm, Felix! Schnell, komm, schneid auf, ich pass auf! Schnell! Du, das Messer ist weg! Ha? Hier! Ich! Nimm eins! Komm! Oh, hier kommt jemand! Geh, in den Schrank! Komm in den Schrank! Komm, leider besetzt du! Ich.
was ist das für ein Tag? Der Himmel blau und glatt wie Seide, der Sonnenstrahl, der Amselschlag und drin im Herzen nichts als Freude. Die schönsten Rosen aus dem Garten für den Besuch, den wir erwarten. Hier am Klavier soll er sie sehen. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Sing nur so laut, wie es dir passt. Der Schubert Franz kommt heute zu Gast. Und der hat singen gar so gern. Komm, Hansi, kriegst dein Mandelkern. Piep, piep, geh, sperr dein Schnabel auf. Du liebe Zeit, es ist schon 4. Babette, bring das Kaffeegeschirr. Ein neues Tischtuch. Na Gott sei Dank, ich habe ein frisches noch im Schrank. Was tun Sie denn hier? Mamsell, Sie fragen mich, was tue ich hier? Mamsell, ich stimme das Klavier. Wenn ich es stimme, klingt es besser. Doch dafür brauche ich ein Messer. Ich kann nicht mehr. Versenkung! Versenkung! Der Vogel hoch. Ich sage Ihnen, wir haben einen großen Applaus gehabt. Ja, davon können Sie aber leider nicht die Miete bezahlen. Also das spielt doch gar keine Rolle, ob das Geld heute da ist oder morgen. Ja, für Sie vielleicht nicht, aber für mich schon. Wieso? Was haben Sie denn damit zu tun? Ach, wissen Sie, ich bin noch nicht fest angestellt bei der Gebäudeverwaltung. Ich arbeite auf Probe. Ja, darum bekomme ich auch die schwierigsten Fälle. Wenn ich morgen wieder ohne Geld komme, ich glaube, ich weiß nicht, die werfen mich heraus. Doch kein Geld, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Entweder wir finden das Geld morgen in der Klinik von diesem Professor früh auf, oder es ist in dem Stuhl, der übermorgen Nachmittag versteigert wird. Ja, hoffentlich. Ja, da gibt's gar keine Frage, nur das Geld finden. Haben Sie wieder etwas gezeichnet? Ja, aber das ist... Das ist aber nett. Nein, nein, das ist gar nicht gut, das habe ich gestern Abend nur so hingekritzelt. Das ist aber nett, dass Sie mich gezeichnet haben. Wirklich? Ja. Das finde ich aber nett. Das... Wer kann das sein? Rabe. Sag mal, hast du vielleicht eine Briefmarke für mich? Oh, ja. Verzeihung. Ja, das ist Herr Rabe von Herrn Helga. Ich guck schon mal. Ja, ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen. Ja, wollten Sie nicht 10 Barockschränke kaufen? Nein, ich finde keine. Da kann man nichts machen. Ja. Du, irgendwie was zu essen hast du nicht, wa? Doch, doch. Ich habe schon was da, aber... Bis für uns drei reicht das, glaube ich. Oh, dann werde ich etwas besorgen. Nein, nein, nicht, das ist doch nicht nötig. Ja, doch. Deckt unterdessen den Tisch, bin gleich wieder da. Du, ich glaube, dass sie nicht nur wegen der Miete kommt. Ja? Mhm. Na, wenn das wirklich wahr ist, du, dann wäre ich sehr glücklich. Hast du an Elfi geschrieben? Natürlich, ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis sie hier ist. Das kann ich dir nachfühlen. Du, dein Lied. Ja. Weißt du, wie schön das ist? Und ob ich das weiß? Wenn dich das Glück nicht ganz vergisst. Ein kleines weißes Haus am großen blauen Meer. Und keine Sorgen mehr. Ein kleiner grüner Park und 100.000 Mark. Was braucht der Mensch noch? Mehr. Tisch in die Mitte. Weißt du, wie schön das ist, wenn dich das Glück nicht ganz vergisst. Ein Mädchen, das dich liebt und das dir alles gibt und keine Tränen mehr. Gar nicht auszudenken. Ein Leben ohne Leid und immer hast du Zeit. Was braucht der Mensch noch mehr? Weißt du, wie schön das ist, wenn dich das Glück nicht ganz vergisst. Prost! Prost! Aufordiniert nur am Nachmittag. Wieso heißt er denn früh auf?
Wie Sie sehen, ist es sehr dringend mit ihm. Vielleicht kann ihn ein anderer Arzt behandeln. Ja, entschuldigen Sie, Sie glauben ja gar nicht, wie dringend der Fall ist. Also bitte gehen Sie hinauf. Erste Etage, links. Okay. Bitte Herrn Dr. Kalmus. Da sind Sie. Nehmen wir die zuerst. Ja, bitte. Ich. Kommen Sie herein. Geh du zuerst, bitte. Geh. Na komm, gehen wir. Nein. Okay. Einer nach dem anderen. Sie. Ja, geh du zuerst. Ja, Sie zuerst. Okay, geh du doch zuerst. Ja. Bitte. Sessel aufschneiden. Was? Das ist aber fein. Ich will ja nicht indiskret sein, aber es würde mich interessieren. Befriedigt Sie das eigentlich? Noch nicht, Herr Doktor. Noch nicht. Noch nicht. Aber Sie wissen genau, eines Tages werden Sie einen Sessel aufschlitzen und davon höchst befriedigt sein? Ja, bestimmt, Herr Doktor. Ein höchst interessanter Fall. Ich werde Ihnen selbstverständlich die Stühle ersetzen. Das ist gar nicht notwendig, meine Liebe. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diese Stühle zur Verfügung stellen konnten. Ich danke Ihnen schön. Das ist besonders nett von Ihnen. Ich möchte mich natürlich irgendwie erkenntlich zeigen dafür, wenn ich das kann. Und das können Sie, mein Freund. Ja, mein das Doktor. Können Sie. Ja, Sie werden jetzt mit uns kommen und uns ein wenig über Sessel aufschneiden erzählen. Ja, ich weiß, es ist ja alles in Ordnung. Welche Art sind denn Ihre Beschwerden? Ja, um Himmels Willen, ich habe doch überhaupt keine Beschwerden. Ah, aha. So, gar keine. Ja, bitte, ich fühle mich vollkommen gesund. Ach, das ist sehr verdächtig. Wenn sich jemand ganz gesund fühlt, ist das ein Zeichen, dass bei ihm etwas nicht in Ordnung ist. Aha. Ja, sehen Sie, Ihre Nerven sind total herunter, die kleinen dummen Nerven. Aber bitte behalten Sie doch Platz, ja? Ja. Mein lieber junger Freund, das Bein schön überschlagen. Ja, Sie, danke. Aua, Mensch, aua, Herr Doktor. Herr Doktor, das Elektroschockgerät ist in Ordnung. Danke, danke, dann bereiten Sie jetzt alles andere vor. Ja, wieso denn alles andere, Herr Doktor? Was kommt denn noch? Das werden Sie doch alles kennenlernen. Mein lieber junger Freund. Ach, bitte, sagen Sie doch sofort. Fischers Fritze fischte frische Fische. Fische. Großartig. Geben Sie her und schließen Sie vorsichtig auf. Ich bin gespannt, wie er sich verhalten wird. Eigenartig. Dieser Sessel scheint ihm nicht zu liegen. Er reagiert offenbar nur auf Biedermeier. Ein höchst spezifischer Fall. Ich werde ihm das Messer abnehmen. Also nun lassen Sie mich hier endlich raus, Herr Doktor. Natürlich kommen Sie hier heraus. Aber erst geben Sie mir ein nettes kleines Messerchen. Nein, das Messer brauche ich noch. Ich weiß. Zum Sesselchen aufschneiden. Das ist meine Sache. Ihre Sache, aber meine Sessel? Aber ich habe Ihnen doch angeboten, dass ich dafür... Nicht aufregen. Das schadet uns. Zur Beruhigung werden wir jetzt ein nettes kleines Spielchen miteinander spielen. Ein was? Wir werfen jetzt alles weg, was wir bei uns haben. Zum Beispiel hier mein Taschentuch. Und jetzt die Schlüssel. Sehr gut. Und nun das Messerchen. Sehen Sie, da habe ich es schon. Sehr witzig, Herr Doktor, also nur... Psst, nicht aufregen. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber...
Ist ja eigenartig, das ist ja äußerst eigenartig. Herr Doktor, das Eiswasserbad ist fertig. Muss das mit dem Wasser, mit dem Eis, mit dem Bad sein? Aber nichts für Sie. Ihnen habe ich die traurige Mitteilung zu machen, dass Sie mit Ihren Befürchtungen recht haben. Sie sind leider vollkommen normal. So? Ich habe das Gefühl, ich bin vollkommen krank. Typisch für Gesunde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein! Alles Gute. Guten Tag für Sie. Felix, der ist vollkommen verrückt. Felix? 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 Noch einer. Felix! Guten Tag. Guten Tag. Verzeihen Sie, haben Sie meinen Freund gesehen? Der wollte hier auf mich warten. Ihren Freund? Ja. Aha. Sie arbeiten wohl mit ihm zusammen? Allerdings. Er bleibt natürlich hier. Bitte? In diesem Fall muss ich auch Sie bitten, ein wenig unser Gast zu sein. Nur ein paar Tage. Bedauere, lieber Doktor, das geht leider nicht. Ich muss morgen zu einer Versteigerung. Aha. Was wollen Sie denn dort? Ein Stuhl. Ein Biedermeierstuhl. Aha. Und dann Ritschatsch. Jetzt zum anderen. Zum anderen. Oh, so, Schwester, kommen Sie ein Ketchup? Ja, oh, Schwester, alles. Ja, wieso denn? Der ist doch ganz normal. Das glauben Sie, Herr Kollege. Aber ich habe soeben eine neue Erkrankung entdeckt. Ich möchte Sie früh auf Biedermeieritis nehmen. Doch, Sie, aua, komm, Schwester, Sie sind doch alle. Au, aua, das tut doch. Sag mal, was meinst du, wie lange die uns hier noch festhalten wollen? Das wird sich doch alles aufklären. Was heißt denn aufklären? Seit gestern hat sich von den Feiglingen hier keiner gezeigt. Das ist zum Verrücktwerden. Nur das nicht. Dann behalten sie dich wirklich hier. Ich meine Uhr hab. Was, wozu brauchst du denn hier eine Uhr? Vielleicht hat die Versteigerung schon angefangen. Um Himmels Willen, Felix. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich möchte mal wissen, woran du denkst. Ach, das würde dir auch nichts nützen. Steht dir aber gut. Himmels Willen. Wir kommen hier nie wieder raus. Sehen Sie, und das ist der Grund, warum die beiden Herren Biedermeierstühle aufschneiden. Schade. Als Krankheit hätte mir die Sache viel besser gefallen. Darf ich Sie jetzt bitten, die Herren zu entlassen? Tja, es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Sehr peinlich, Herr Professor. Sie haben sich genau besehen einer Freiheitsberaubung schuldig gemacht. Oh, ich garantiere Ihnen dafür, dass Sie keine Unannehmlichkeiten haben werden. Oh, ich schwöre Ihnen, diese beiden Herren sind vollkommen normal. Rauslassen! Aufmachen! Rauslassen! Aufmachen! Psst, Sie kommen! So, wenn die uns nochmal untersuchen wollen, dann schlagen wir die zusammen. Helga, hat man die auch eingefangen? Nein, Tobi, nein, schnell beeilt euch, sonst kommt ihr zu spät zur Versteigerung. Zieht euch um! 25 Mark. Wer bietet mehr? 25 zum Ersten. 25 zum Zweiten. 26. Ja. 26 zum Ersten. Unser Stuhl. 28. 28 zum Ersten. 30 zum Ersten. 40. 45. 45 zum Ersten. 50. Was machst du denn? Du überbietest ja mich. Was? Ach, das ist was Blödes. Das ist doch ganz egal. Wir haben ja Geld genug. Wir haben überhaupt kein Geld mehr, du. Was denn? Die 330 Mark sind auch weg? Ja. 50 zum Ersten. Hoffentlich nicht reichen meine 60 Mark. 50 zum Zweiten. Und zum Dritten. Ach, Gott sei Dank, das wäre geschafft. Ihre Quittung bitte. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Zum Auto bitte. Auf Wiedersehen. Augenblick. Das ist unser Stuhl. Den haben wir eben versteigert. Nein, nein, meine Herren, das ist ein Irrtum. Aber hören Sie mal, wir müssen doch wissen, was wir kaufen wollen. Meine Herren, Sie haben die Fortuna-Statue ersteigert. Aber nein, doch den Stuhl haben wir eben gekauft. Was sollen wir denn mit dem Weibstück? Tut mir leid, bitte zahlen Sie dort an der Kasse. Warum hast du denn nicht aufgepasst? Du hast angefangen zu steigern. Warum hast du mich denn überboten? Schieb dir nicht mehr die Schuld auf mich. Bitte. Komm hier, nimm den Vogel und bezahl. Vogel? Ganz schöner Vogel. So, hier bitte den Stuhl rein. Ja. Hallo, Sie, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber den Stuhl da, na, den habe ich nämlich gekauft. Hätten Sie mehr bieten sollen? Nein, das ist ein Irrtum gewesen, eine Verwechslung. Lassen Sie mich doch zufrieden. Das war eine Unverschämtheit sondergleichen. Lassen Sie mich doch... Fahren Sie los! Wenn ich Ihnen... Hier. Oh, au!
Schade, die schöne Fortuna ist auch beim Teufel. Weg ist er. Taxi! Dem fahren wir nach. Ja. Komm, fahren Sie den blauen Cabriolet nach. Hoffentlich wohnt er nicht weiter als 8,50 Mark. Bitte bringen Sie den Stuhl da rauf. Guten Tag, Herr Dr. Dach. Ach, wie es war. Was macht es? 8,50 Mark. 8,50 Mark? Ja. Hast du gehört? Dr. Sachs hat sie gesagt. Ja. Da ist er ja. Da oben sind also die 100.000 Mark. Ja. Wir sind sozusagen am Ziel. Komm, Felix, geh ganz schnell rauf. Ich nicht, du musst gehen, mich kennt er doch. Nein, ich kann nicht, ich bin viel zu aufgeregt. Nun reiß dich doch zusammen, du hast es 12 Mal gemacht, dann kannst du es auch 13 Mal machen. Eben, aber jetzt liegt die ganze Verantwortung bei mir und wenn man mich erwischt, und außerdem ist er nicht mein Geld. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Ja, aber guck mal, wie meine Hände zittern, ich bin ganz aufgeregt. Mach schon. Ich mach bestimmt alles ganz verkehrt. Dann schmeiß den Stuhl zum Fenster raus. Na, wenn das Zimmer kein Fenster hat. Komm, geh, verlier nicht die Nerven, ich drück dir die Daumen. Ich mach die Daumen. Also bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke, Herr Doktor. Worum handelt es sich nun in dem Fall? Ja, Herr Doktor, man könnte sagen, es handelt sich um die Hebung eines Schatzes. Interessant. Ja. Gold? Gold, nun ja, so viel wie. Ah, das ist aber großartig. Ja. Was ist denn? Sitzen Sie schlecht? Nein, Herr Doktor, ich sitze sehr gut. Ja, wo liegt nun das Problem? Kommen Sie an den Schatz nicht ran, oder? Ja, im Moment nicht, aber es kann sich nur um Bruchteile handeln. Aha. Dann sind Sie aber immerhin schon im Besitz des Terrains. Im Besitz? Und, naja, ich sitze sozusagen schon auf dem Grund und Boden. So, das ist großartig. Ja. Wir können Sie auch nachweisen. Nein. Nachweisen kann ich überhaupt nicht, aber da ist auch noch mein Kompagnon. Kompagnon? Ja, und alter Hase im Pfeffer. Das ist natürlich dumm. Das ist ja eine Streitigmachung eines Besitztitels. Wie helfe ich Ihnen da? Hm. Ganz einfach. Passen Sie mal auf, ich werde Ihnen die Akten eines Präzedenzfalles vorlegen. Ach, dasselbe. Silberminen, Afghanistan. Ja. Na Moment, ich hole das Ding hier. Ja, holen Sie das Ding. Die Akten bitte, Afghanistan, ja? Ja. So, 1492 haben wir... Felix, Ja, was ist denn? Ja, was? Du bist hier? Ja, woher kommst du denn? Ich habe auf dich gewartet. Wo? Nur vor dem Haus, wir haben noch ausgemacht. Ja, aber ist doch ganz egal. Hast du das Geld? Ich? Woher denn? Woher? Na, aus dem Stuhl. Ich habe den Stuhl gar nicht. Ach so, ich verstehe. Du willst mir meinen Anteil nicht auszahlen. Ach komm, du hast wohl nicht alle beieinander. Nein, im Gegenteil. Ich bin vollkommen klar, aber Helga hat recht. Sie hat mich vor dir gewarnt. Komm, erzähl mir schon, was passiert ist. Du hast den Stuhl zum Fenster rausgeworfen. Allerdings. Und dann hat er sich plötzlich in Luft aufgelöst. Oh, warte. Du, das muss genau in dem Moment gewesen sein, als unser Freund, weißt du, der Ringer kam vorbei, da musste ich verschwinden. Ja, du verschwindest, der Stuhl verschwindet, das Geld verschwindet. Es verschwindet reichlich viel, meinst du nicht? Du glaubst, dass ich dich reinlegen will? Ach komm, erzähl mir doch keine Opern. Es ist ja schließlich dein Geld. Ich habe nie etwas verlangt. Du hast es mir selber angeboten. Du bist aber ein komischer Heini. Ja, du bist auch nicht unkomisch. Mensch, erzähl mir doch nichts. Hier dreht es ja nicht um mich. Ich bin an Pech gewöhnt. Aber Helga fliegt jetzt aus dem Büro raus. Und das verzeihe ich dir nicht. Komm, Tante Caroline, vertragen wir uns wieder. Du hast es ja nicht böse gemeint. Fahren wir wieder nach Hause.
7 Stiche und 9 Teller. Was hast du denn? Bin wütend. Auf wen? Auf diesen Herrn Rabe. Ach, Tobi. Jawohl, läuft einfach weg. Ist beleidigt und läuft weg. Er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben. Ach, Gründe. Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Ja, deine Meinung wird ihm vielleicht nicht so sehr gut gefallen haben. Ja, zugegeben, aber man kann doch nicht einfach auf und davon rennen. Es kann doch vorkommen, dass einer seine Meinung ändert. Weißt du, auf wen du eigentlich wirklich wütend bist? Gar nicht auf diesen Herrn Rabe, auf dich. Ach, ja, das stimmt. Ja, sag ihm doch nochmal deine Meinung. Ich meine jetzt die geänderte. Ja, glaubst du? Hoffentlich ist er noch da. Mal einen Augenblick sprechen. Tja. Zu was handelt es sich? Felix, ich glaube, ich habe mich gestern nicht ganz richtig benommen. Na, im Gegenteil, der Verdacht liegt doch sehr nahe. Felix, Verdacht. Ich habe dich doch nicht verdächtigen wollen. Aber es ist doch ganz logisch. Ich nehme das Geld aus dem Stuhl, erzähle dir gar nicht, dass ich den Stuhl gefunden habe und stecke deinen Anteil ein. Aber Felix, bitte sprich. Du kannst ganz beruhigt sein. Die 20.000 Mark werde ich dir überweisen. Im Moment ist es zwar etwas schwierig, aber ich werde schon mal wieder Glück haben. Mensches Kind, Felix, es genügt, wenn ich gestern blöd war. Fang doch jetzt nicht auch noch an. Mensch, ist doch schon lange in Ordnung. Felix. Wir bringen Nachrichten. Am letzten Tag der Sammlung für unsere Waisenkinder hat die Spendenaktion einen sensationellen Höhepunkt erreicht. Von einem unbekannten Wohltäter wurde ein beschädigter Stuhl gespendet, in dem sich 100.000 Mark befanden. Dem Geldbetrag war ein Zettel beigefügt, auf dem der Wohltäter seinem Wunsch Ausdruck gibt, das Geld möge Glück und Freude bringen. Aus Düsseldorf erfahren wir das heute Nachmittag. Also, das geht einfach nicht in meinen Kopf, wieso dieser Stuhl verschwinden kann. Felix, fang doch nicht schon wieder davon an. Na, du hast recht, ist auch egal. Den sehen wir sowieso nicht mehr wieder. Oh. Tobi, der Stuhl! Was denn? Der Stuhl ist da. Wo? Im städtischen Waisenhaus. Tschüss! Steht er. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Nur ganz einfach, du gehst hin und sagst... Liebe Gäste und Freunde, liebe Kinder, wir haben uns heute aus einem ganz besonderen Anlass zusammengefunden. Ein großes, wunderbares, ja kaum fassbares Glück hat uns der Himmel geschenkt. Ein hochherziger und kinderlieber Wohltäter hat uns eine so unsagbare Freude bereitet, dass mir einfach die Worte fehlen, um den Segen beschreiben zu können. Du musst den Irrtum aufklären. Mach du es doch, ist doch auch dein Geld. Ich kann das nicht. Ein Vermögen von 100.000 Mark wurde uns gestern mit diesem Stuhl übergeben und ein Zettel. Dies Geld soll Glück und Freude bringen. Der Wille des unbekannten Wohltäters ist es, anonym zu bleiben. Und so können wir nichts anderes tun, als in tiefer, inniger Dankbarkeit Gottes Segen für diesen edlen Menschen erbitten. Mit dem Geld werden wir den Bau eines Kinderspitals beginnen können und so eine Gesundungsstätte für die Ärmsten der Armen schaffen. Auch das heutige Frühstück mit den für unsere Waisen so seltenen Köstlichkeiten verdanken wir unserem unbekannten Gönner, zu dessen Ehren wir diese kleine Feier veranstaltet haben. Unbekannter, lieber Spender, wir sagen dir aus übervollem Herzen, vergelt's Gott. Nicht ganz verdient.
großen blauen Meer. Ich habe keine Sorgen mehr. Ich habe mit dir zu reden. Guten Tag, Felix. Guten Tag, Elfi. Tja, also, um ehrlich zu sein, im Moment kommen Sie etwas ungelegen. Keine Sorge, ich habe nicht gekündigt. Ich habe mir nur Urlaub genommen. Das war sehr klug von Ihnen. Ich bin auch nur gekommen, um mit Ihnen über diesen Brief zu sprechen. Ja, eben, der war etwas übereilt. Dann gebe ich ihn besser zurück. Nehmen wir doch einfach an, ich hätte ihn gar nicht bekommen. Aber nein, so war das nicht gemeint. Das stimmt schon alles, was da drin steht. Alles? Alles. Das heißt, bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe leider überhaupt kein Geld. Aber das ist doch ganz egal, wenn sonst alles stimmt. Ja. Naja, und wie ich den Kleinen mit Schlagsahne auf der Nase gesehen habe, da habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht. So, so. Ja. Kannst du denn das nicht verstehen? Meinst du, ich hätte dich lieb, wenn du nicht so wärst? Aber von irgendetwas müssen wir doch leben. Ich wünsche aber nicht, dass meine Frau arbeitet. Und schon gar nicht bei diesem Puhwein da. Ach, dem schuldest du ja noch das ganze Geld für die zerbrochenen Flaschen. Aber da weißt du doch gar nicht, wo ich jetzt bin. Doch. Du hast mich so lange ausgefragt, bis ich ihm deine Adresse gegeben habe. Dann muss er eben so lange warten, bis ich mal wieder erbe. Hallo, wie geht's, unbekannter Wohltäter? Dankeschön, ausgezeichnet, Herr Kollege. Das ist alles in bester Ordnung. Bis auf die Kleinigkeit, dass du deinen Laden verlierst. Ja, mich mein Chef entlassen hat, ich meinem kündige. Und ich nichts als Schulden habe. Großartig, ich stelle fest, wir alle vier haben nichts. Aber das wird von nun an gerecht geteilt. Genau. Guten Tag. Herr Generaldirektor, ist etwas passiert? Ja, eine Sensation. Bitte? Schön, nicht wahr? Herr Rabe, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem neuen Haarwuchsmittel. Vielen Dank. Pferd Haare. Ja. Ich weiß ja gar nicht mehr, was in der Mischung drin war. Aber ich, Liebling. Woher? Ich habe doch alles genau aufgeschrieben. Das hast du getan? Ja, und den Zettel aufgehoben. Und den Zettel aufgehoben? Ich hab's ja immer gesagt, Scherben bringen Glück! Weißt du, wie schön das ist, wenn dich das Glück nicht ganz vergisst? Ein kleines weißes Haus am großen blauen Meer. Und keine Sorgen mehr. Ein kleiner grüner Park und 100.000 Mark. Was braucht der Mensch noch mehr? Weißt du, wie schön das ist, wenn dich das Glück nicht ganz vergisst? Ein Mädchen, das dich liebt,
es gibt. Hoffentlich. Und keine Tränen mehr. Oh nein. Ein Leben ohne Leid. Und immer hast du Zeit. Was braucht der Mensch noch mehr?